Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Dyson Sphere Program. Heute wollen wir uns mal an diese Semiconductor Materials hier machen. Und dafür brauchen wir die Glasplatten und Kupferplatten. Und beides müsste hier irgendwo sein. Das Kupfer ist ein bisschen weit hinten. So. Aber nichts. Warte mal, der ist wahrscheinlich ein bisschen ein Problem. Brauchen wir den? Nicht wirklich, ne? Okay. Kommen wir hier rüber? Nein, tun wir nicht. Collide with object. Jetzt so geht's rüber. Okay, mach das mal so. Das ist jetzt nicht das Schönste, was wir jemals gemacht haben. Das erinnert mich irgendwie gerade ein bisschen an Rollercoaster Tycoon. Was wir auch mal spielen könnten auf dem Kanal. Ja, die Dinge sind ein bisschen groß. Was dazu führt, dass wir jetzt den Bass hier ein bisschen in die Höhe verlagern müssen, aber was soll's. So, dann bauen wir dich mal hier hin. Was hast du für ein Speed? Du baust die Dinge. 2 Sekunden für eine. Mach einfach mal 1 pro Sekunde. Fantastisch. Dann würde ich sagen, du bist relativ einfach. Warum? Warum collidest du? Du collidest doch gar nicht. Und oh, ich vergesse immer, wo das Zeug ist. Mach mal das. So, dann machen wir noch ein bisschen Strom. Oh, wir können hier sogar ein Ding dazwischen reinpappen. Research Result. Was forschen wir als nächstes? Wir haben das da, jetzt müssen wir die Thrusters haben. Also brauchen wir die Hydrogen Fuel Rods. Fantastisch. So, du musst wieder nach unten. Ich habe es ein bisschen zu nahe gebaut, glaube ich. Dang it. Haben wir noch einen Splitter? So, mach das mal so. Und tja, jetzt müssen wir das wohl hier irgendwie durch. Ah, das wird hässlich. Weißt du was? Wir machen das irgendwie um den Dreh rum. Weil es dann besser skaliert, falls wir noch mehr von diesen Dingern brauchen. Okay, das wäre das. Dann brauchen wir hier ein Belt. Warte mal, lass mich das hier mal abreißen. Hallo? Oh. Und wieder runter. Das hier unten durch. Dann haben wir hier nämlich einen wunderschönen Output. Was habt ihr genau für einen Speed? 1,5 pro Grid. Ich denke mal, da reicht einer. So, gib mir mal 10 Stück davon. So, läuft das? Tut es nicht. Warum nicht?
High Purity Silicon. Was? Was zur Hölle ist? Was? High Purity. Oh, das ist gar kein Glas. Die brauchen gar kein Glas. Die brauchen Silizium. Oh, okay. Das ist ein Problem. Huh. Wir haben auf diesem Planeten kein Silizium. Dummerweise. Kann man das hier raufpappen? Damit es stackt. Wird das in einem Schmelzer gemacht? Oder? Oder wo wird das gemacht? Ja, anscheinend. Okay. Nun gut, dann gucken wir mal. Wir haben ein bisschen was. Leider nicht sehr viel. Siliziumerz. Wie kriegen wir mehr Silizium? Weil das Problem ist, unser wunderschöner Planet hier hat kein Siliziumerz. Und auch sonst haben wir, glaube ich, na, der schon gar nicht. Wir haben bei Mars 1, da haben wir ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Das Problem ist, da kommen wir jetzt aktuell ja nicht ran. Wir haben ja nur unseren eigenen Planeten. Ha. Also das Problem ist jetzt gar nicht an Titanium ranzukommen, sondern an Silizium. Tja, gute Frage. Gibt es noch einen anderen Weg, an Siliziumerz zu kommen, als das direkt abzubauen? Kann ich den anderen Planeten sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann mir den anderen Planeten nicht anschauen von hier aus, oder? Nö. Will er nicht. Darn it. Okay, andere Pläne? Weil wir brauchen 40 Prozessoren hierfür. Und die Prozessoren brauchen diese Dinger hier, die wir nicht herstellen können, weil wir hier keine Siliziumplatten haben. Smelting Purification. Warte mal. Oh. Wir können Stein in Silizium umwandeln. Wo passiert das? Obtained by gathering from silicon veins. Usually used to make high purity silicon crystals. Made in smelting facility. Okay. Okay, das ist ja schon mal, kann man ja durchaus schon mal als Plan bezeichnen. Warum ist das hier nicht gestackt? Manchmal verstehe ich das nicht so ganz. Also, wir können das auch aus Stein machen. Wie wäre es denn, wenn wir das tun und hier erstmal ein bisschen Platz machen? Dann würde ich sagen, kommt hier ein Splitter hin. Und ne, erstmal, Moment mal. Erstmal müssen wir das natürlich in Siliziumerz umwandeln. Das heißt, wir brauchen ein paar Smelter. Wir brauchen ein paar Smelter. Zwei Stück habe ich glücklicherweise im Inventar. Schmeiß die da mal hin. So, ihr macht bitte das da. Copy. Und paste. Warum geht das nicht?
Irgendwie die Shortcuts funktionieren nicht richtig. Nun gut, Strom haben wir nicht. Das macht nichts. Wie schnell seid ihr? Ihr braucht auf jeden Fall, Moment mal, ihr braucht irgendwie was Schnelles. Ich mach mal drei jeweils. No items left. Damn it. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, power das Ganze mal. Hm, die brauchen relativ lange. Also wirklich performant ist das nicht. Dann brauchen wir noch mehr Schmelzen. Ja, machen wir nochmal vier, wenn wir schon dabei sind. Nein, oh. Lass das Ding da stehen. Okay. Bist du schneller? Weil du müsstest ja das hier machen. 2 Sekunden. Du bist definitiv schneller. So. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht. Geht das so? Sieht ein bisschen strange aus, aber vielleicht hat das nichts zu bedeuten. Too close. What? Hä? Need valid connection. Ach so. Okay. Das ist irgendwie, das Grid stimmt hier hinten und vorne nicht so richtig. Funktioniert das so? Es sieht mir sehr, alles sehr merkwürdig aus. Liegt da der Fehler bei mir oder beim Spiel? Okay, das kann man auch, das kann auch diagonal passieren. Spannend. Ja, ihr seid saumäßig langsam. Und ich denke mal, einer von denen. Kriegen wir hier ein Belt dazwischen gepoppt? Scheint so. Dann macht das mal so. Dann könnten wir theoretisch das, noch erweitern, verdoppeln, falls wir wollen oder es notwendig sein sollten, werden würde. In Ordnung. Dann machen wir das mal so. Und jetzt könnt ihr anfangen zu arbeiten. Schnell ist es nicht. Warte, ja, es passiert hier fast gar nichts. 2 Erz ergibt eine Platte. Aber zumindest wurde ein bisschen was produziert. Vielleicht können wir da schon froh drum sein. Ich weiß es nicht. Mach mal einen Stack von. Für den Moment. Haben wir nicht irgendwo. Also zuallererst mal brauche ich davon ein paar. Haben wir nicht irgendwo die Storage-Dinge automatisiert? Wohl nicht. Was haben wir denn alles automatisiert? Ha. Assembly Machines. Und Splitter. Und das war's dann aber auch schon. Na, fantastisch. Ja, das wird Ewigkeiten dauern, bis das Ding mal voll ist. Das Problem ist halt, der ist jetzt gerade ein bisschen langsam.
Hätte man wahrscheinlich mehr machen können. Aber das ist im Prinzip ist das Rezept ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Wir wollen eigentlich, wir brauchen ja nur so viel, dass wir die beiden Dinger bauen können, die uns erlauben, auf dem anderen Planeten Zeug hierher zu schaufeln. So, mach da mal noch so ein Ding hin. Und lade unseren kleinen Mecha auf. So. Zwischenzeit können wir den Baum da mal wegmachen. Ja, hier kriegt man tatsächlich ein paar Organic Crystals raus. Forschung saumäßig langsam. Wir gucken gleich mal, woran das liegt. Das mit dem Fliegen ist schon cool. Okay, es liegt einfach daran, dass die Dinge zu langsam sind. Nun gut, wenn es weiter nichts ist. Das können wir beheben. Oh, hey. Hau das. So. Oh, und da ist noch ein Fehler. Ach, komm schon. Wollen wir doch veräppeln. Oh, das sieht noch übler aus. Jetzt sieht es noch übler aus. So. Geht das so? Weil ich glaube, weil es nicht connected. Der Grund, warum es nicht connected hat, ist, dass die Belts in verschiedene Richtungen gelaufen sind. Du machst nichts, weil du nichts davon hast. Stimmt, ja, ja. Da war ja was. Problem ist, der ist auch zu langsam. Weil die Hälfte da reingeht. Was bist du eigentlich? Ein Smelter? Okay. Warte mal, können wir nicht irgendwie sowas machen? Und dann schmeißt du das da raus. Und das wird alles. Moment mal. Okay, wir müssen es nochmal umbauen. Tut mir leid. So müsste das sein. So, dann haben wir da nochmal einen. Und ja, das noch. Und dann du hier rein. So, und dann können wir da zwei einen Schmelzer noch hinbauen. So, du gehst da rein. Und du gehst da wieder raus. Und dann passt das. Das ist eine Relation von 2 zu 1, 2 Sekunden. Ich weiß nicht genau, wie viele wir davon brauchen, aber wir können doch, denke ich mal, noch einen dritten bauen. Warum hast du hier solche Probleme? Wegen den Splittern? Ehrlich? Die Splitter sind zu nahe. Okay, warte mal. Dann reißt das Ding nochmal ab. Das kannst du auch abreißen. Das kannst du auch abreißen. Und jetzt kriegen wir doch aber bestimmt hier einen dazwischen. Ich wollte gerade sagen. Oh. Manchmal macht er es nicht sofort. Das ist ein bisschen friemelig. Okay, gut. Der hat keinen Strom. Ja, das ist für mich. Und
das ist für dich. Sehr schön. Ich glaube, das läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kohle hinterher kommt. Vielleicht brauchen wir noch mehr Kohleförderer. Lack of items. Ha. Huh. Chemical plant. Wo sind die? Gathering. Das sind die hier. Mining machines. Oh, ein paar Eisenplatten. Ich glaube, wir müssen mehr Drills haben. Hallo? Gib her. Mach mir mal 5 Stück. Und dann, tja. Was ist hier am sinnvollsten? Es ist schwierig zu sehen. Man sieht hier an den kleinen Kreisen, welche das bereits abgearbeitet werden. So, den stellst du dahin. Da brauchst du natürlich etwas Strom. Ich weiß nicht, warum das da von alleine funktioniert mit dem Output, aber hier nicht. So. Was soll das hier los? Okay, das Grid ist hier nicht übereinstimmend. Das ist sehr merkwürdig. Aber was soll's? Ist nicht schlimm. Passt soweit. Wie sieht es mit dem Storage aus? Gut. Die fabrizieren alle. Soweit. Wir könnten sogar noch ein viertes reinpappen. Oder? Naja, du hast immer noch zu wenig. Warum denn das? Warum hast du immer noch zu wenig? Wie viel brauchst du? 2 alle 6. Das heißt 1 alle 3. Und du machst 1 alle 2. Die müssten doch genügend haben für alle 3. Moment mal. Du brauchst 1 alle 3. 1 alle 3 Sekunden. Und du machst 1 alle 2. Das müsste von der Relation her doch ausgehen. Also einer, 1 Melder hier müsste einen Matrix Lab hier befüttern können. Aber anscheinend funktioniert das nicht richtig. Was haben wir erforscht? Die Hydrogen Fuel Rods. Brauchen wir die momentan? Ne, die brauchen sowieso Titanium. Thruster, oh, boah, das ist teuer. Ich denke mal, das werde ich offscreen laufen lassen. Und dann werden wir die wahrscheinlich der nächste Episode automatisieren. Aber wir brauchen mehr Labs hier. Sonst können wir das vergessen. Light without an object. So. Okay, dann machen wir hier noch ein paar mehr von euch. Keine Items mehr. Smelters sind hier. Machen wir nochmal 5. So, du kommst. Geht das so? Ich glaube, es ist
vom Offset her ein bisschen falsch. Dang it. Kann ich... Da könnte ich noch einen dazwischen pappen. Ha. Wenn ich das tue... Warte mal. Kann ich das dann direkt von da rausnehmen? Nein, das geht nicht. Ärgerlich. Das funktioniert so nicht wie gedacht. Funktioniert... Moment mal. Funktioniert das? Das so? Wir können, ja, stimmt. Wir können im Wasser bauen. Okay. Das würde soweit passen. Das Problem ist... Wir müssen... Warte mal. Was ist, wenn wir denn... jeweils einen Platz lassen? Geht das dann? Oh, nein. Ah, damn it. Dann geht es. So, jetzt muss ich aber erstmal das hier wieder aufbauen. Das können wir schon mal ganz weit ziehen. So, du da rein. Einen dazwischen. Einen dazwischen. Und jetzt ist hier in dem Gelände. Naja, das ist nicht so dramatisch. Wir machen das einfach so. Du schmeißt das da raus. Und ich brauche wieder von den Dingern hier. Was lange währt, was lange währt, wird endlich gut, ne? Hoffen wir's. Dass das tatsächlich so ist. So, dann du da. Und du da. Und du da. Langsam komme ich hier rein. Ich weiß, wann ich wieder Escape drücken muss, um den Bau abzubrechen. Und wann das es geht. So. Und ihr macht nichts, weil... Ach so, ja, euch fehlt noch ein Input. Boah, ich brauche schon wieder welche davon. Vielleicht sollte ich die mal irgendwie... in eine Kiste oder sowas reinpacken. So, reicht das? Geht das? Jetzt kommen wahrscheinlich die... Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich zu wenig Blöcke. Jetzt müssen wir hier wieder was erweitern. Dang it. So, erstmal hier gucken, wie es mit dem Strom aussieht. Schlecht. Ja, wir könnten ein paar mehr Kraftwerke brauchen. Werden wir vielleicht auch machen dann. Boah, die Forschung dauert Ewigkeiten. Guckt euch das mal an. Die Forschung braucht halt einfach echt Ewigkeiten. Okay, warte mal. Woran, was ist hier das Problem? Ach, das hier staut sich. Verstehe. Da können wir vielleicht direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Haben wir noch welche davon? Haben wir. Mach den Baum mal. Hallo? Ja, da ist das Wasser im Weg. Ich meine,
Das ist eine Stromproduktion. Nee, lack of item. Okay. Dann produzieren wir noch ein paar. So, bis dahin. Ne, ihr habt einfach, ja, ihr habt einfach genügend. Ihr seid wunschlos glücklich. Und das Stromnetz, sind die überhaupt angeschlossen am Stromnetz? Bin mir gerade ein bisschen unsicher, wenn ich ehrlich sein muss. Sie scheinen angeschlossen zu sein. Consumption Demand. Wir brauchen aber noch mehr. Was? Oh, der ist zu langsam. Ha! Das ist das Problem. Du bist zu langsam. Kann ich... Warte mal, reiß das da mal ab. Kann man das schneller machen? Wir machen das mal so. Und hoffen, dass das funktioniert. Oh. Nein. Hallo? Warum will er das von da aus machen? Okay, das scheint so nicht zu funktionieren. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht ganz. Warum hast du so ein Problem damit? Aber wegen dem Offset von den Dingern wieder. Weil das Grid irgendwie nicht so richtig korrekt zu sein scheint. So. Also. Ihr seid jetzt alle am Produzieren. Ich könnte da noch eins machen. Ich denke, es macht aber mehr Sinn, die Dinger zu drehen. Naja. Nicht so viel mehr Sinn. Aber ein bisschen. So. Dann baust du das da mal. Und produzieren wir mal drei von den Dingern. Ich brauche Strom. So, dann ihr bitte noch. So, du... Ach komm schon. Ugh. Wie langsam ihr seid. Haben wir noch was, was wir verfüttern können? Das da, bisschen Holz. So, geht schon. So, fantastisch. Das Ding ist immer noch nicht fertig. Aber da drüben ist auch eins. Da können wir uns wieder aufladen. Ich brauche noch bessere Poles davon, oder? Generation 20 Megawatt. Selbst wenn ich mich auflade, passt das noch. Kann ich die, was wir probieren könnten, kann ich die überschneiden? Lade ich mich dann doppelt so schnell auf? Tue ich. Dann lade ich mich richtig schnell auf, wenn zwei davon, wenn ich im Radius von zwei davon stehe. Geht noch ein dritter? Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, es macht tatsächlich ein bisschen Unterschied. Okay, fantastisch. Tendenz ist hier abnehmend. Das ist schon mal super. Oh, aber wir haben hier noch ein Problem, dass... Okay, wir müssen... Wir haben kein Eisen mehr. Dammit. Kurz hin und wieder zurück. Kann ich im Flug Sachen aufnehmen? Ich hoffe es. Ah, Long Reach, ey. Wer was? Vermisst man gewisse Vorzüge, die man durch die Mozin Factorio halt hat?
Okay. Komm, bau direkt 10 Stück. 15. Von den Dingen kann man eigentlich nie genug haben. Oder wir setzen das ein bisschen um. Geht natürlich auch. Ich weiß nicht, ob der... Hier werden wir sehen, ob der Belt dann irgendwann schnell genug... Nicht mehr schnell genug ist. Zumindest reicht jetzt die Produktion locker aus. Ich soll mich wieder hier hinstellen. Um zu chargen. Wir könnten auch Solarpanels bauen, aber... Nee, das braucht das... Die Solarpanels brauchen... Das Silizium. So, ihr Jungs macht da... Es wird doppelt so viel von dem Öl produziert wie vom Wasserstoff, leider. Das ist etwas unschön, aber okay. Ja, es hält sich ungefähr die Waage. Ich denke mal, das muss für den Moment ausreichen. Ja, wir haben schon forschungstechnisch einiges an Fortschritt gemacht. Es kommt was durch. Langsam aber sicher. In der Zwischenzeit wird... Hallo? Wird sich das hier aufladen und der dann hoffentlich irgendwann auch, wenn wir eher wieder mehr Blau produzieren. Wir werden sehen. Aber gut, mein Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich denke, ich werde jetzt offscreen die Forschung durchlaufen lassen, weil wir die halt brauchen. Das ist, die Forschungen sind sehr, sehr, sehr teuer. Man müsste da ziemlich krass hochskalieren, was wir zurzeit nicht wirklich tun. Nicht wirklich, na, wir könnten schon, aber dann müssten wir da noch mehr erweitern und... Es ist alles nicht so optimal. Hier sehe ich, ist auch noch ein Problemchen vorhanden. Beseitigen wir das kurz. So. Das wäre das. Aber dann, ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann werden wir hier die Forschung durchhaben und weitermachen können. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Northgate.